Einen recht schönen guten Sonntagmorgen wünscht euch der Bauerhausi. Der 20. März, 15 Minuten nach 6. Und wir sind schon auf dem Feld, die Numanterhausi. Ja, und warum das? Ich will checken, wie ist die Wetterlage. Und sie ist gut. Gestern Morgen war noch viel Wind. Und heute Morgen kalt. Null Wind, Boden leicht feucht vom Tau. Und jetzt marschiere ich mit der Numa schnell kurze Strecke, fahre nach Hause. Spritze steht bereit, Spritzmittel einfüllen und Zwiebeln gegen Unkraut spritzen. Optimal. Gestern, ich wäre geplant gewesen gestern und gut, habe ich es nicht gemacht. Wir hatten schon um 6:30 oder die ganze Nacht durch Nordwind, der nicht aufgehört hat zu blasen. Und jetzt hat sich die Wetterlage geändert. Der Nordwind ist still. Gut, weil das Unkraut, Mittel gegen Unkraut in Zwiebeln, ist ein Bodenherbizid vor Auflauf. Und ein Bodenherbizid braucht immer ein bisschen Bodenfeuchtigkeit, damit es gut wirken kann. Und mit diesem Tau ist sicher noch nicht so viel Feuchtigkeit auf dem Boden. Besser wäre noch ein bisschen mehr gewesen, feuchterer Boden, aber wir können es nicht ändern. Die Zwiebeln müssen kurz nach der Saat mit diesem Mittel behandelt werden, sonst ist es zu spät. Und Zwiebeln, Unkrautbekämpfung ist eine hohe Schule. Die Mittel fehlen uns. Jedes Jahr werden die guten Mittel in der letzten Zeit wurden gestrichen, nicht mehr verkauft, nicht mehr gemacht. Und plötzlich steht der Bauer ohne gute Unkrautmittel da. Und was macht er dann? Dann kann er nichts mehr machen. Die Produktion wird sinken. Es wird weniger Zwiebeln geben. Und das passt so in das allgemeine Bild. Wir werden bald von allem zu wenig haben. Das ist die Vorausschau vom Bauerhausi. Ja, und bis das der Konsument im Laden bemerkt, ist es dann leider zu spät, weil wir können nur einmal anbauen im Jahr. Und den ganzen Herbst, Winter bis in den nächsten Frühling muss man von den Vorräten leben, die im Frühling vorher angebaut wurden. Das wissen viele nicht, glaube ich. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.